So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Ich wollte schon ein anderes Spiel nennen. Ich bin euer Michael Snake. Ich bin euer Gerudo und wir spielen wieder Beyond Two Souls. Richtig, genau das habe ich noch vergessen zu sagen. Das Zuglevel. Ja. Wer es kennt aus der Demo-Version? Ja, nicht jeder kennt's. Ich sagte ja, wer es kennt. Ja. Im Kapitel gejagt. Richtig. Kann man sich ja schon vorstellen, um was es eigentlich geht. Ja. Frage ist keine Ahnung, warum bin ich eigentlich draußen im Regen? Weil einfach das Wetter schön ist oder. Naja, ich weiß auch. Die Frage ist nur, warum wird wer gejagt? Das ist eine gute Frage. Verschwinde, Aiden. Komm, ich habe nicht geschlafen seit 3 Tagen. Oh, okay. Okay, ich bin müde. Schlaf halt, ne? Dann ist wahrscheinlich Tony auf der Flucht. Was haben wir noch so? Ein Typ, der schläft. Ein Ding. Den Alter. Ja. Ich schaff mal sagen, dass wir Teil zu machen, oder? Was haben wir da? Wagen. Können wir den Wagen machen? Naja. Ja, vielleicht von anderen Rechnen. Ja. Modezeitschrift. Klatsch. Ja, aber wir wollen ja nicht jeden gleiche verlernen. Also Kaffee auf Toast muss auch noch sein. Sind wir da hin? Ah, das weit geht's gar nicht. Was ist denn da? Nee, du kannst dich glaube ich nur in der Grenze bewegen. Was ist der schön? Ist noch ein Rucksack? Ohne Besitzer? Ach, doch, das könnte ja. Das ist der. Jodys Rucksack wahrscheinlich. Oh. Oha. Ich glaube, wir sollten sie aufwecken. Ja. Wir sollten zumindest nicht da aussteigen. Ich glaube, dann sollten wir sie aufwecken. Ach, da ist sie. Gib mir gleich einen Rucksack. Was ist das? Ich hab doch gesagt. Mist. Also, wir werden eindeutig gejagt. Mhm. Frage ich mal warum? Gute Frage, ja. Was hat Jodie verbrochen? Ja. Oh, guten Abend. Jetzt bin ich wieder dran. Routine-Check. Alle ihre Ausweise bitte. Ich glaube, die Chance wird sich umschwimmen. Zurück auf den Platz bitte. Ja, doof. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Okay, lauf. Ja, besser ist. Wieso sagst du zum nächsten Lauf, obwohl du. Ich rede mit Jodie. Achso. Der Zug schaukelt aber ganz schön. Aber ist gut gemacht. Hey, aufpassen! Da fällt mir übrigens noch eine Geschichte, jetzt wo ich gerade mit dem Zug sehe. Fällt mir noch eine ganz lustige Geschichte ein. Ich bin früher immer gern Zug gefahren. Naja, gern, musste halt zur Arbeit. Und da saß ich immer an. Hey, was soll das? Entschuldigung, ja. Da saß ich dann immer da, wo die Türen sind, bei den Schiebetüren. Und irgendwann kam dann mal ein Typ entlang. Der hat dann, ich glaube, das war das erste Mal, dass die Bahn auch die Schiebetüren geputzt hat, weil das Glas richtig glasklar war. Da war die Tür offen. Ich hab nichts anderes zu tun, als die Türe zuzumachen und läuft dann volle Kanne gegen die Glasscheibe. So. Mach mal die Tür um. Ja, ich mach mal die Tür um. Sehr schön. Was? Was?
was wir auch versprochen haben. Das kann nichts Kleines gewesen sein. Und zwar die A nicht so hartnäckig und B nicht so gut. Oh, dann machen wir die nächste. Ja, auf einmal, ja. Oh, die hängen ja alle am Zug dran. Boah, voll gut geht's. Stell ich mir recht schwer vor dem Regen, auf den Klappen zu. Was machen wir denn? So ein Fenster zu einem Gebiet da zu steuern. Das ist halt echt cool. Ja, aber du kommst zu den Möbeln, die sind gerade die... Meine Engel. Ja, und dann machen wir deine Kosten. Boah, voll ins Gesicht. Aua. Ja, ich glaube, wir springen. Verstärkung! Wir kommen durch! Ah, ein paar noch Schutzschild auf, sehr schön. Ich hoffe mal, es schützt uns auch vor dem Schutz. Gut, jetzt sind wir erstmal los. Ja, Gott sei Dank. So, Leinen im Wald. Kann ja nichts passieren. Hoffentlich. Bin ja auch nochmal. Stimmt. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, apropos krönender Abschluss PlayStation 3. Bald ist es soweit. Bald kommt die PS4. Ja. Oh. Mal zu. Die Kopf noch. Oh je. Fuck. Genau. Ich lauf. Hunde sind absolut nicht. Das Problem ist halt, dass die Helikopter sehen die uns auch nicht. Ja. Erstaunlich, dass der mit seinem Scheinwerfer durch dieses Waldgestrüpp durchkommt. Nicht nur, wir wissen nicht, wie die Bäume oben sind, wie dicht die sind. Die kein so großes Geäsch haben. Wir gehen mal davon aus, dass das Geäsch da ist. Ah, ich hätte mich gucken müssen. Ich hab's nicht erkannt. Blind durch den Wald. Ja, sei froh, dass das keine Open World ist. Das nicht nachher den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Das hat wahrscheinlich ganz schön Probleme. Oh, ich höre die Hunde schon wieder. Nee, ist nicht. Oh! Nicht gut. Oh. Mach Platz für die. Ja, wir kriegen nächste Woche ein Schreiben von der Peter, muss ich sagen. Ja. Aber
Spiegel. Ey, das war nicht wirklich. Oh. Der meint's ernst. Das ist echt hartnäckig, ne? Also nur bremsen will der Hund uns hier nicht. Nee, der hat andere Befehle. Gut. Oh, dann sind sie nicht, das ist schlecht. Keine Freunde, die Helden! Oh, das ist ein Pumpen. Siehst du schon was? So. Mal schauen, dass ich mich da nicht vertipp. Das wäre doof. Na, runtergefallen bei so Klippen. Oh nein! Okay. Wundervoll bei Klippen könnte. Ziemlich böse enden, wie auch mit Polizei, mit Hunden wäre. Ja, auf jeden Fall. So. Was wir sehen! Will ich nicht sehen. Nichts außer Fels und Geröll. Ja, und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Aha. Scheiße! Sie ist uns entwischt! Travis! Wir brauchen die gottverdammten Hunde! Sofort! Lass mal durch. Ich hab da was gesehen. Ja. Jetzt wirklich safe sind wir dann doch wohl noch nicht. Oh je. Na gut, lieber zwei Jeeps als, keine Ahnung, 15 Bullen mit Hunden. Gehen wir mal am Rand lang. Vielleicht. Mach schon einen. Ah, mein Traum. Das wird der Stichpunkt. Los. Gottverdammter Regen. Sieht nicht aus, als ob es jemals wieder aufhört. Jeeps, Straßen. Ein Motorrad. Ja, das ist perfekt. Der Typ wird wahrscheinlich schwieriger zu sein. Das sind die Typen, die wir übernehmen. Ja. Und wir können jetzt was machen? Ich würde einfach mal die Autos wegfahren. Wenn es geht. Weil die Typen irgendwie davon weglaufen. Wie mache ich denn das? Ich mache das dieselbe Nacht da. Oh, ich kann Auto fahren. Das wäre ein Witz mit wegfahren. Oh! Okay, cool. Hey! Was machst du denn mit dem Auto? Okay. Ups. Ich glaube, wir sind abgelenkt. Ich glaube auch. Das ist gut. Und dann macht weiter. Ja. Gut. Das ist mir schlechter. Lass mal weg. Ja, aber blau nicht mehr. Okay. Ich dachte, es geht. Nee. What? Das ist die Kurve zu spät. Das ist. Ja. Man sieht die verloren aus. Sehr klein auf der Motor. Aber man sieht nicht die Übergang zwischen Spielsequenz und Videosequenz. Ja. Zwischen Videosequenz und Spielsequenz ein riesiger Unterschied macht. Ja, und ab und zu noch Ladebildschirm. Nein, das sieht auch schon. Ich bin gut. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja, aber. Oh, oh.
keine Möglichkeit, um auszuweichen. Oh. Oh oh. Halte die Position! Oh, wir hatten das Wort schon mal. Ja, und das war, glaube ich, später in der Chronik. Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Du hast deinen Bauch. Mein Bauch. Es geht los! Sperre durchbrochen. Startstreich, fährt nach Bakertown. Verrat, Terror. Gute Frage. Wir wurden nicht einfach so vom SWAT gejagt. Ja, und von sämtlichen Polizisten. Ja. Schütze. Vor allem die Waffen, die Waffen, die dann auch. Und die sind schon da. Vorwärts, vorwärts! Und scharf jetzt. Oha. Und da oben auch gleich noch einer. Gruppe 3, in Position! Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Niemand. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Ja, gerne. Gut, dann leg mal los. Ich würde erstmal die Scharfschützen ausschalten. Genau, einer war oben links, genau da oben auf dem Dach. Geradeaus zu. Warte. Und von neben wieder. Ich glaube, Orange ist von ihm. Ja, ich glaube. Oder vorhin direkt an. Nein, oder? Oh oh. Doch. Ha! Okay. Okay, die anderen waren, glaube ich, schräg gegenüber. Das ist weiße Augen schon recht heftig. Ja. Das ist ja nicht ein Problem. Tankstelle. Tankstelle wäre auch geil. Oh, Zapfsäule. Geh in die Zapfsäule. Bescheid. Oh, ah. Warte. Nur noch einen Bullen finden, der irgendwie drauf schießt oder so. Zeige. Ja, ja, rechts, rechts, genau. Ja. Ja. Ich glaube nur, dass der da hinten schießt oder einen Handelwurf oder irgendwas darüber macht. Die töten mich, Aiden. Du musst sie aufhalten. Feuer. Ach, du Scheiße. Du musst ihn davon bleiben halten! Aber der Heli nervt mich halt.
Die Tür! Eile! Ich komm nicht rein! Mach die Tür auf! Ich muss ja sagen, ich bin ja 1A Spitzen belohnt. Und das macht man nicht eigentlich. Aber das ist echt übel. So. Kleine Sachen, die man nie machen sollte im Helikopter. Den Joystick rotieren lassen. Ja. Heftig. Also so viel von dem Spiel haben wir glaube ich jetzt noch nicht gesehen, aber... Das trumpft schon auf. Ja, auf jeden Fall. Sagen Sie ihm, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich Sie alle umbringen. Oha. Okay. Ich glaube, die meinen das auch ernst. Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Also, ich würde mich nicht mit der anlegen. Nee. Und das ist ein Chaos. Gut, und dann war's es, glaube ich, auch wieder für diese Folge. Da sind wir auf jeden Fall am Ende angelangt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Richtig, ich bin euer Gerudo. Ich euer Micha Snake. Bis dahin. Tschüssi.